führen IT-Sicherheitsprüfungen für Unternehmen durch. Das heißt, wir prüfen Webseiten oder eben auch ganze Unternehmensnetzwerke auf Sicherheitslücken, erstellen dann einen entsprechenden Bericht, sodass die Lücken geschlossen und Fehler korrigiert werden können. Dienstleistungen, die wir als Unternehmen anbieten, bezeichnen wir als Ethical Hacking. Das heißt also, wir haben den Anspruch, das eben ethisch zu tun und zum Guten einzusetzen. Mich persönlich bezeichne ich immer nicht so gerne als Hacker. Das hatten wir vorhin in der Diskussion ja auch. Das ist eher sowas, was einem zugeschrieben wird. Im schlimmsten Fall dann noch als IT-Sicherheitsexperte, ja. Aber in der etwas flacheren Nummer dann der IT-Sicherheitsfachmann.